Hier stehen wir wieder an einer besonderen Form im Aachener Wald. Und zwar sehen wir hier eine langgestreckte Hohlform. Eine Hohlform ist etwas, wo etwas fehlt. Das Gegenstück dazu wäre eine Vollform, zum Beispiel ein Hügel oder ein Berg. Und das hier ist eine langgestreckte Hohlform. Aber wie ist sie nun entstanden? Die erste Idee ist natürlich durch Wasser. Hier ist ein Fluss runtergeflossen. Aber diese langgestreckten Hohlformen ziehen sich über den Kamm des Aachener Waldes. Und ein Wasser oder ein Fluss oder ein Bach, Bächlein, kann ja nicht über einen Hügel rüberfließen. Es fließt immer nur an der Seite des Hügels runter, ausgehend von einer Quelle. Das heißt, fließendes Wasser kommt an dieser Stelle nicht in Frage. Sondern auch hier hat der Mensch die Oberflächenformen im Aachener Wald beeinflusst. Was Sie hier sehen, ist ein sogenannter Hohlweg. Und zwar sind das Wege aus dem Mittelalter, zum Teil sind sie auch schon deutlich früher genutzt worden, wo die Aachener über den Aachener Wald hinübergelaufen sind. Und wenn viele Leute an der gleichen Stelle laufen, entwickelt sich ein Trampelpfad. Nun sind die Leute nicht nur zu Fuß gegangen, sondern sie haben auch Ochsenkarren verwendet. Und die Ochsen wühlen den Untergrund auf, einerseits mit den Hufen und dann kommen noch die Räder dazu und die lockern den Untergrund immer weiter. Und das geht natürlich besonders gut, wenn wir einen sandigen Untergrund haben. Und wir befinden uns hier immer noch im Sand. Das heißt, die ganzen anstehenden Sedimente, die Sie hier sehen, sind Sande. Und in die schneiden sich solche Wege natürlich relativ gut ein. Und erst dann kommt das Wasser, was dann natürlich auch hier runterfließt und das Material abtransportiert. Aber der eigentliche Auslöser für diese Hohlwege, die wir hier sehen, ist der Mensch. Etwas weiteres Typisches für diese Hohlwege ist, dass häufig viele nebeneinander liegen. Und das liegt daran, wenn die Leute diesen Weg immer weiter gehen, dann senkt er sich immer weiter in den Untergrund ein. Die Hänge werden immer steiler, das sehen Sie ja hier. Und irgendwann kollabieren die Hänge und rutschen runter. Und dann kommt man mit dem Ochsenkarren nicht mehr durch. Und was machen die Menschen dann? Sie nehmen einen weiteren Weg, und zwar einen Weg nebenan. Und so haben wir ganz viele von diesen Hohlwegen im Aachener Wald nebeneinander. Und das sieht man besonders gut in den Geländemodellen hier aus der Region. Und so ein Geländemodell sehen wir hier. Beziehungsweise das ist kein Geländemodell, sondern das ist eine künstliche Schummerung, die über das Geländemodell gelegt worden ist. Die Basis ist das DGM 1 des Landesvermessungsamtes NRW und wir haben eine künstliche Beleuchtungsquelle aus Nordwesten. Und hier ist nun der Hohlweg, hier stehen wir. Dieser Hohlweg zieht sich hier den Hang hinauf. Man sieht auch, an dieser Stelle verzweigt sich der Hohlweg. Der hier ist eingestürzt und dann wurde ein neuer Hohlweg an dieser Seite angelegt. Und der Hohlweg zieht sich über den gesamten Bergrücken. Das heißt, es kann ganz sicher kein Flusssystem sein. Und wenn wir uns das in der Umgebung genauer angucken, dann sehen wir, dass es hier eine ganze Schar von Hohlwegen gibt. Das sind alles Wege, die genutzt worden sind, um von Aachen über den Aachener Wald zu kommen oder in die andere Richtung. Ihre Aufgabe an dieser Stelle ist, schätzen Sie die Breite und die Tiefe dieses Hohlweges. Die Breite von Oberkante zu Oberkante und dann in der Mitte senkrecht runter, um die Tiefe zu schätzen. Und von diesen Hohlwegen gibt es eine ganze Menge im Aachener Wald. Wenn wir uns jetzt mal ein bisschen in Richtung des Grenzübergangs Köpfchen bewegen, der Grenzübergang ist hier unten, dann sehen Sie hier ganz viele tief eingeschnittene Hohlwege. Und einer der schönsten Hohlwege, der zieht sich hier an der Westseite des Elleter Bergs entlang. Und den gucken wir uns jetzt nochmal ein bisschen genauer an. Einer der schönsten Hohlwege ist die Münstergracht im Aachener Wald. In der stehen wir hier gerade, tief eingeschnitten in die Aachener Sande, auf beiden Seiten geht es steil nach oben. Und man kann sich gut vorstellen, wie an dieser Stelle früher die Ochsenkarren hier am Boden durch den Hohlweg gelaufen sind, den Sand aufgewirbelt haben und dann hat das Wasser das Material nach unten gespült. Und man sieht auch so ein bisschen an den Hängen, wie das alles so langsam hier in die Mitte herunterrutscht.
Und wie gesagt, die schönsten Hohlwege bilden sich halt, wenn die Leute durch den Sand laufen. Und den Sand können wir uns hier an dieser Stelle mal angucken. Dieser Sand wurde abgelagert an der Küste eines warmen tropischen Meeres. Das hier ist der Aachener Sand aus der Oberkreide, abgelagert vor 85 Millionen Jahren. Damals lebten noch die Dinosaurier. Das war eine weitere anthropogene Form, das waren die Hohlwege. Entstanden durch den Menschen und prägend in weiten Teilen des Aachener Waldes.